Heute sind wir mit BM in Hamburg unterwegs und besuchen jetzt gleich einen total coolen Betrieb, nämlich die Möbelwerft. Wir sind total gespannt, was wir hier gleich entdecken und was uns der Torben, das ist der Chef der Möbelwerft, erzählen wird. Der hat nämlich damals mit einem Skateboard angefangen, seine Tischlerei hier zu gründen. Und ja, was dann kam, das werden wir gleich herausfinden und euch demnächst erzählen. Freut euch drauf. Das Thema Digitalisierung spielt bei dir seit vielen Jahren eine ganz große Rolle in deiner Tischlerei. Erzähl mal, was so die treibenden Faktoren sind, warum du dich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Die Digitalisierung ist ja die Zukunft. Das heißt also, ich bin der Meinung, dass wer sich rechtzeitig mit diesem Thema auseinandersetzt, tief in der Materie drin steckt und die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen kann. Das heißt, ich bin einfach neugierig und schaue mir an, was so für Möglichkeiten auf den Markt kommen und was wir halt auch eben mit begleiten dürfen und in dem Fall auch im besten Fall mitentwickeln können. Das heißt, ihr fordert eure Softwarehäuser auch so lange, bis, ich sag mal, die Prozesse in einer Weise stehen, wo du wirklich sagst, also jetzt hat das auch die entsprechenden Effekte gebracht. Ja. Also wir merken erst dadurch, dass wir mit der CNC und der liegenden Plattensäge und mit der Software mitgewachsen sind, merken, dass wir ganz persönliche eigene Anforderungen haben an die Softwarehäuser und bringen unsere Wünsche ein und versuchen natürlich auch da Zeit rauszuholen, Effektivitätssteigerung durch einfache, schlankere Prozesse und der Wunsch auf natürlich Veränderungen, eben den Alltag neu zu strukturieren und einfach mehr Zeit zu haben für andere Dinge. Du hast jetzt in gut 10 Jahren Möbelwerft unglaublich viel bewegt, gerade auch im Bereich Software und CNC-Maschinen und so weiter und so fort. Aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du Kollegen mit auf den Weg geben wollen, die sich mit solchen Dingen noch nicht auseinandergesetzt haben? Ja, also unbedingt das gesamte Team mit einbinden, weil der Kopf alleine entscheidet, gibt den Weg vor, aber das Team muss abgeholt werden und mit eingebunden werden und auch sehen, was es für positive Erfolge bringt auf langer Sicht, weil der Weg ist sehr mühselig, da eben auch Spaß und Freude reinzubringen, zu sehen, wie einfach es ist, jetzt was zu bestellen, wie einfach es ist, tatsächlich einfache Schränke auf die CNC zu werfen, und da tatsächlich auch mit einem Lächeln beigehen und sagen, es macht Spaß. Gibt man da eigentlich so die handwerkliche Leidenschaft auf, wenn man sagt, ich baue jetzt einen Schrank auf der CNC? Oder wie ist das so? Also die Details bleiben und die Leidenschaft für die Details und die Qualität und die Ausführung, das bleibt. Was sich halt verändert hat, ist halt die Geschwindigkeit, die man sich mit einem Bauteil auseinandersetzt. Früher hat man mit Manpower und seinem eigenen Schweiß diese Platten reingeschleppt und tatsächlich kleingesägt, an einem Tribomaten kleingebohrt, Verbinder gesetzt, gedübelt, wie auch immer. Mittlerweile ist das automatisiert und das halte ich in Form des Luxus. Man gewinnt Zeit für sich und kann sich halt mit den Details oder auch mit anderen kleinen Gimmicks an einem Schrank beschäftigen. Und man hat Zeit für die schönen Details. Torben, ihr bildet jedes Jahr mindestens einen Lehrling aus, den ihr einstellt. Aktuell habt ihr 4 im Betrieb, hast du vorhin erzählt. Warum sollen junge Menschen heute das Tischlerhandwerk lernen? Oh, weil das so was Ehrliches ist und so viel Spaß macht. Es bringt einen selber zu sich selbst, finde ich immer. Man steht mitten im Leben. Man kriegt Verantwortung, man kriegt neue Materialien beigebracht, man lernt im Team zu arbeiten. Man lernt
ja, also so viele Fähigkeiten, die es halt in so einem digitalen Business, wenn es rein digital ist, dann vielleicht einfach dort auf der Strecke bleiben. Okay. Ja. Großes Dankeschön, dass wir heute bei euch sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke.